Einen wunderschönen guten Abend, lieben Simulanten und der Rest, der zuschaut. Wir haben uns wieder zusammengefunden. Es ist Montagabend. Es geht weiter in der gepflegten Traktorbewegung. Heute wieder mit dabei der Kai, der Nüssi, der Bauer LP, der Grog, aka Daniel, oder Daniel, aka Grog, wie man das sehen möchte. Welche Philosophie man bevorzugt. Der Bunte, der nur hören kann. Chris ist da und wir haben einen neuen, den Sachsen-LP. Hallo. Hallo zusammen. Du hast dich erstmal. Du hast dich hier freiwillig herbewegt. Ja, klar. Immer auf neue Gefahren, oder war das? Ja. Aber wir müssen erstmal eins. Kamen denn bei euch in den Kommentaren Tipps, weil unsere waren so mittelfleißig. Also bei uns war so das Thema Chaos-Truppe 2.0. Und so heißt ja unsere eigentliche Truppe schon. Hast du denn Ideen bekommen? Also Namenideen kamen eigentlich gar keine. Nee, bei mir auch nicht. Also, es wurde alles diskutiert, aber keine Namenideen. Ja, wir hatten nur YouTube-Farm und Chaoten-Projekt, aber Chaos-Truppe haben wir ja schon und YouTube-Farm gibt es ja auch schon. Was ich so gelesen habe. Hast du noch was gelesen, Kai? Ich würde einfach sagen, wir nennen das weiterhin das No-Name-Projekt. Ja, das ist voll kreativ, das drückt unsere Kreativität aus. Auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen, wir lassen einfach No-Name-Projekt, das ist einfach mal was anderes. Müssen wir ja jetzt erstmal. Also Alter, hier nochmal der Aufruf, wenn ihr eine Idee habt für einen Namen für diese Folge, ne, wenn ihr Für das Projekt. Kreativ seid, schreibt es unten in die Kommentare rein. Nein, nur für die eine Folge, nicht für das okay. Projekt, nur für die eine. Okay, wir nennen das Folgenweise nur um. Nur unter dieser Folge. Okay, wir nennen das dann... Noch Wünsche hier, nur unter dieser Folge. Wir nennen das dann quasi folgenweise um, okay. Hat jemand eigentlich einen Timer gestartet, so by the way? Ja, ich hab's im Blick. Okay. Ich hab auch einen. Wissi, ich hab schon mehr Geld ausgegeben, falls du das Ding noch nicht gesehen hast. Komm. Aber jetzt wollen wir nicht vom Thema ablenken. Hier, von uns zu Buben. Wir müssen uns noch vorstellen, wir haben noch drei Leute, die sich vorstellen müssen. Das sind immer wir selber. Für die anderen. Und der Chris, wenn ich das richtig weiß. Ja. Und der Neuzugang der Sachsen. Jo. Und ich bin eindeutig dafür, dass der Chris anfängt, weil der hat vorhin schon so kackendreist in der Vorbesprechung gesagt, dass er sich die ganze Zeit... Okay, dann fange ich mal an. Also, Warte mal ganz kurz, Daniel, machst du das mit Haare oder ohne Haare? Ohne. Alles klar. Du wissen, dass das gleich ist, also nicht, dass wir wieder so ein Camouflagefeld haben, wo alles drauf ist. Jo, alles klar. Also ich gehöre zu den Fertility-Zockern. Wir haben ursprünglich mal zu dritt angefangen, sind aber mittlerweile, also halt jetzt bin ich eigentlich nur noch ich übrig. Ja, ich spiele eigentlich alles, was mir Spaß macht. Das, NS15 ist... Warum? Das... Nee, das war eine Frau. Nein, ich spiele, ja, relativ viel Minecraft. Momentan bin ich halt wirklich LS15 am Suchten. In jeder Art Livestream und Folgen und Projekte und hin und her und was weiß ich nicht. Wie gesagt, ich spiele liebend gern alles Mögliche, was Spaß macht. Und ja, man findet eigentlich immer so ziemlich neuere Sachen, neuere Titel bei mir. Ja, das war's eigentlich schon. Ich bin eigentlich immer offen für jeden möglichen Scheiß. Mache auch gerne jeden möglichen Scheiß mit. Ja, und so kennen halt die Leute mich. Beim Fehlen guckt man mir auch gerne zu. Das kannst du auch sehr gut. Weil ich halt auch immer das Sachen... Das ist eine eigene Reihe bei dir in der Let's Fail. Nein, ich informiere mich halt meistens über Sachen nicht, sondern probiere das halt selber aus. Ah, kenne ich. Tutorial brauche ich nicht. Ach, Quatsch. Mit Tutorials. Gutes Spiel erklärt sich von alleine. Ich finde es voll schwer, richtig, in Let's Plays die Tutorials vorzulesen oder so. Ich sage, wenn ich das lesen wollte, könnte ich das anhalten und selber durchlesen. Ja, ist auch so. Ja. Ich lasse ihn mal gleich komplett aus. Ja, und das so viel war eigentlich zu mir, also viel mehr gibt's noch nicht. Aber was mir gerade einfällt, so by the way, weil ja so viele super Experten hier gerade sind. Heute ist ja der Patch 1.1.01 rausgekommen. Ja. Hat irgendjemand schon mal Release Notes gefunden? Nein, habe ich nicht. Ich habe zwar gemerkt, dass irgendwas geupdatet wurde, aber was geupdatet wurde, keine Ahnung. Ich merke nur gerade, dass mit der Federstätte oder irgendwie gefühlt ist der Trecker jetzt noch mehr im Rutschen, weil du hinten so viel Gewicht irgendwie hast, dass das schiebt und in der Kurve du fährst nur quer. Ja. Ich weiß nicht, wie Daniel sein Eindruck ist, aber anscheinend hat er den Patch schon nicht gefunden. Nö. Nö. Was ein Patch, jetzt ganz ehrlich. Kann man runterladen. Ja, die haben doch ganz cool den Patch versteckt. Und zwar kam Patch raus. Es kam Patch raus. Die haben sie so versteckt, dass auf der Webseite steht, einfach nur 1.1
Nö, und wenn du auf den Download klickst, also hier anguckst, dann steht da 1.0.1 und normalerweise hast du 1.1. Wir haben das auch nur mitgekriegt, weil unsere Steam-Mitspieler gebrüllt haben, ey, mein Steam-Client hat LS gepatcht. Ja. Ach so. Aha. Ja. Also meiner hat heute Morgen auch ganz kurz gepatcht, also es war nicht viel, aber er hat gepatcht. Jolo. Mir ist es mir gar nicht aufgefallen. Ich hab's gar nicht installiert, ist auch geil, funktioniert doch so. Ist wie ja. Ich merke nur, dass der, du musst jetzt richtig gegenlenken bei der Drille, sonst... Ja, ich hab mitbekommen, dass du etwas mehr rutscht, ja. Das merkst du auch mit dem, wir haben ja auf dem Community-Server den PKW. Also der ist schon fast unmöglich zu fahren, also... Voll unlogisch. Der ging gestern noch, aber der ist mittlerweile fast unmöglich zu fahren. Krass. Ich bin mal gespannt. Patch immer besser und nicht schlechter. Wir haben jetzt auf unserem Public-Server aufgespielt, aber ja, also wir dachten so, ey geil, jetzt können wir endlich die BGA nutzen. Dann, nein. Nix ja, da. Die ist übelst buggy noch, ne? Ja, das geht schon. Der ist halt am Lecken, aber... Ist voll, wenn du da abgibst oder so, ne? Ja, das geht ja, schon. Ja, ziemlich. Du sagst, das geht so, ey. Alter, weißt du, was abgeht, wenn er hier in der BGA rumeiern ist? Ja, da sind ja nix drei Leute. Was denn? Hauptsache, dann geht dann mein Ping mal von 17 auf 95 oder so. Oder? Ja. Und die FPS sind nur der Ping wäre. Und die FPS, die halbieren sich halt mal, aber egal, das geht schon. Läuft. YOLO. Ja, bis auf Henning, der gestern dann 9999er Ping hatte, das ging eigentlich schon. Ich will ja nicht stressen, aber man guckt mal irgendwann Abfahrer. Was? Ey, ich weiß schon wieder am Ernten oder? Ich war jetzt fleißig, ich habe jetzt hier ja, gerade erstmal mit dem Dünger gearbeitet. Hier Schlag auf Schlag. Warte, wir müssen doch zeigen, Luis hat doch gerade gesagt, wir arbeiten nicht und er ist der Einzige, der Geld reinbringt und deswegen müssen wir ja zeigen, dass wir jetzt ein bisschen Kohle reinbringen. Also Feld 30 ist komplett gedüngt. 38 brauche ich Abfahrer. Ich bin auf dem Weg, ich habe einen Anhänger hinten dran. Auch mal ach, du hast den Anhänger schon. Yeah. Ja, du kannst schon. Wir kann auch einer, wenn er schon will, mit Geschwatten zusammenkommen. Ja, mit dann Hörlimann-Ladewagen. Ja, das kann Bauer machen, der hat einen größeren. Ja, ich hab den größten. Ja, das bezweifelt. Der hat aber ein dickes Gerät. Ja, das dicke Gerät. Das dicke Gerät. Der Gerät schneidet Fleisch. Ja, wie gesagt, ich habe mir heute nochmal die Folge, ich glaube Folge 3 angeguckt, und da wurde ich dann nochmal drauf hingewiesen. Als dann da stand, stimmt, das fühlt sich komisch an. Da muss sie nochmal so lachen. Ich jetzt verstehen? Nein, da bin ich doch hier eingebogen, stand ich mit einmal hinter Daniel und Daniel hat doch da den neuen Seher gehabt. Und ich komme da mit meinem kleinen Seher angefahren und er steht mit dem großen da. Aber eigentlich müssen wir ja mal mit dem Bauer ganz ernst vorstellen, ja? Ihr verkauft das knallhart als seine Idee! Was? Lissi, der hat unsere Idee, selbst vermarktet die Bäume reinzuschubsen. Oh. Das habe ich glaube ich auch gesehen in so einem LP, ja? Ich habe da auch mal reingeguckt, so in die Kanäle, und da dachte ich, oder? Tja, sind wir voll Jusi da. Ja, das machen jetzt auch die Großen, ne? Das habe ich letztens auch gesehen. Ich so, der hat unsere Idee geklaut. Ja, das haben wir jetzt, das machen sie alle jetzt mittlerweile. Das haben wir in der Folge gemacht. Daniel, nachdem wir gedreht haben. 38, ich mache den Das war glaube ich die Dienstagsfolge. Ich will aber, dass wir in der Mitte zusammenstoßen. Dienstag oder Mittwochfolge war das bei uns, ja. 38? Ja, wir wollen jetzt noch Licht anmachen hier. Eventuell. Ja, ich spiele mit Gamepad, aber es ist ein Monster-Lag. Das habe ich noch nicht ausprobiert mit Gamepad. Ach, da muss ich wieder durch den Wald fahren. Rechte Schultertaste und B. Hä? Auf 38 seid ihr, ne? Jupp, hier machen wir ein bisschen Picken. Nee, Karte. Karte. In falsche Richtung. Weg. Wollte doch durch den Wald hier jetzt gleich durchrauschen. Ey, wir wollten zusammenstoßen. Wo stehst du zu mir? Schon wieder zusammenstoßen. Warte, ich komm dir entgegen. Jetzt will ich auch nicht mehr. Das will er auch nicht mehr. Nee, jetzt muss er dir auf der 38? Ich bin mal gespannt, wenn so der richtige Patch mal kommt und viele Baustellen drum sind. Ja, das hoffe ich auch, ey. Ja, das kriegt man aber alles erst auch über die, die Spieldauer her mit, was so alles nicht stimmt. Na, wer gewinnt? Bauer oder Sachsen? Sachsen. Das haben wir schon mal schon probiert. Oh, ich hab Streifen vergessen hier. Er hat den dickeren Sachsen, also das wird nichts. Ja, hat nicht ganz geklappt. Schieb dich Achtung. Eiskalt weg, nein. Warnblinker, Achtung, ich muss hier rum. Wenn du jetzt mit der Drille einlenkst und du nicht gegenlenkst, dann drehst du dich irgendwie so gefühlt immer weiter. Er hält mich voll ab mit seinem Dünger hier, ey. Sowas aber auch. Das ist ja nur ein kleiner.
fegt dich noch hier. Der Trecker, der muss ja Seife unter den Räder haben. Alter, oh Mann, ist kaputt, Mann. Nein, ich habe. Wir können eine Sondersendung machen hier. Björnholt-Drift oder so. Ja, also das Driften hier, das ist schon am besten übel. So mit Pickups kann man das ganz gut. Björnholm Crash Obwohl Challenge. Obwohl mit der Drille jetzt hinten dran geht das auch eigentlich recht gut. Die hat wohl auch ordentlich dazu beigetragen. Oh Gott, ich leck schon wieder. Also Sachsen, ich würde mal ein bisschen rüberfahren. Die Hälfte des Korns leckst du denn? Vorbei. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Leck auf der Straße. Also bist du gleich voll. Oh, Korkom schon wieder entgegen ja. hier. Ja, wir sind Alter, voll produktiv hier. Alle Mann auf dem Feld, ey. Alle Arbeitsränge hier auf dem Feld. Ja, die haben ja gerufen, wir sollen auf Feld 38 kommen, also rücken alle an. Das ist echt so wie so ein kleiner Ameisenhaufen, alle kommen sie. Und automatisch rücken alle auch alle Anbauteile an. Lucy, wo fällst du in Bäume? Hinten wieder beim Segenwerk oder? Ich hab schon wieder RS13. Halt also auf. Da, wo er sie direkt wieder ins Wasser schieben kann. Ey, das ist doch jetzt kaputt, Daniel. Die wertvolle Frucht. Lass meine drei Heimchen auch stehen. Den musst du gerade fahren, denn ich hab den Helfer an, ich fahr Schnur geradeaus. Ey, vor allen Dingen, ihr lasst den Bauer aufsammeln, der am langsamsten ist. Ja, was willst du denn? Ich grubber das einfach unter hier, das ist guter Dünger. Gib hier Vollgas, Mann, voll Speed. Den, guck mal, wächst hier schon. Wo wächst schon? Soll ich dir helfen, oder kommst Speed, du? Alter, guck dir das an, ich komm runter. Boah, Sachse, guck ihn dir an, was da... Oh, Sachse, oh, guck ihn dir an, Kai. Voll durch die Frucht. Gleich kicken, kick runter. Der fährt durch die Frucht, das gibt's doch nicht. Todessünde. Ja. Und was geil ist. Ey, hör mal auf mich da wegzuschieben. Ich kann das Rohr nicht mehr einfahren. Was muss denn schon? Ich kann das Rohr nicht mehr einfahren. Ich krieg das Rohr nicht mehr rein. Du hast bestimmt Viagra in den Drescher bekommen. Hast du ein Rohr steif geholt? Oh nö, nicht Nebel. Ich hasse Nebel. Ah, jetzt ist das Rohr drin. Ey, wir sollten vielleicht für Sachsen mal erwähnen, durch die Frucht fahren ist Todsünde hier. Okay. Ja, wir spielen zwar nur PC, aber ein bisschen Realismus muss schon sein. Es ist neblig, ihr habt es vielleicht nicht gesehen. Vielleicht. Er hat den derbelsten Lag, da hat er das nicht mitgekriegt. Nee. Aber bei uns haben dann eigentlich eure Zuschauer das auch gut angenommen, weil bei uns ist die Serie sehr gut angekommen. Ja, bei doch, uns, schon. Bei uns auch. Also von den Likes her und sowas ist auf jeden Fall recht gut. Ist ja auch lustig. Lustig, tralalalala. Alter, wie die Spalte ist der Bauer wieder da. Alter. Wenn wir ein bisschen schneller arbeiten, ich will auch was tun hier. Das schafft einer das ja alleine. Ja, schön, da haben wir einen Drescher. Passt das? Ja, ich wollte gerade sagen, wir brauchen noch ein bisschen Drescher oder so. Du spielst ja auch mit einem Profi. Oh, ups. Alter, fünf Leute gefunden. Auf einem Feld, was denn? Alter! Es geht ab bei euch. Erstmal ein bisschen an die Seite gehen hier. Mach mal Platz, Carlo. Entspannt euch mal ein bisschen. Boah. Was können wir denn sonst noch machen? Haben wir noch Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. Genau. Ja, komm mal mit dem Trecker runter. Rohr raus! Direkt gedüngt, Alter. Gleich kann man dahin, wo es schön ist und wo es Spaß macht. Direkt einen Krokodil näher düngen. Du kannst gleich durchdreschen, ne? Du steckst gleich schon wieder auf der anderen Seite. Ja, wollte ich gerade sagen, das steckt schon wieder. So wie das hier abgeht, ey. Ich fahr's mal in der Seemaschine raus, Mann. Ja, Entschuldigung, ich muss die... Ich bin immer laut. Ja, das ist bei Daniel immer mal komisch. Bei manchen Aufnahmen Tagen ist er leise. Das ist mir auch schon aufgefallen. Er redet halt direkt ins Mikrofon. Der will sich immer im Mittelpunkt drängen, so. Genau. Und da rede ich mal normal, dann rede ich ganz laut, wenn irgendwas lustig ist. Ja, jetzt will ich auch mal reden. Genau, Daniel ist der immer das Mikrofon in den Mund nimmt. Ich kann auch voll weit weg sitzen, aber mitunter ist es dann zu leise. Ich hasse. Boah, Alter, was ist hier los, ey? Rumschrauben, weiter weg machen. Also. Krasser Verkehr. Kannst du den zweiten Drescher mal gucken und mithelfen hier beim Dreschen, weil die Jungs hängen hier ein bisschen auf der Pulle. Ja, Rohr raus, zack, zack. Los. Musst du mir betonen, so gib mir dein Rohr. Genau, los jetzt Rohr raus. Pack dein Rohr aus. So, jetzt los hier. Trecker, gib Gas. Willst du kaufen den zweiten Drescher? Wow. Monsieur hat, glaube ich, schon gekauft. Laut Geld. Ich glaube, der kommt gleich. Ich kann auch dreschen. Ich kann auch droschen, ich hab nichts zu tun. Ja, ich finde die Maschinen, die rutschen viel mehr jetzt. Oder, keine Ahnung. Ja, du konntest eh noch nie fahren. Verdammt, Timo steht am Händler.
Hab ich schon. Oh, sogar bitte, die Holle. Die bitte sehr. Ha, ha, ha. Ich fand die ganze Holle, den er fährt. Verdammt. Wusste, das war irgendwo ein Fehler im System. Ja, boah, Alter, ich baue euch den Rücken gleich aus. Ich baue euch den Rücken gleich aus. Ich werde mal kein Spielverderber sein, aber die Zeit ist langsam so erreicht. Ey, raus. Das Einzige, was gut ist, der MAN hat wenigstens noch ordentliche Hupe. Ja, das stimmt. Den hätte ich auch gerne im Trecker drin. Das wäre richtig cool. Ey, die Hupen haben sich keinen Gefallen mitgetan. Mit Innenteil, Alter. Das ist ja... Ah, Hupen gut, wir sollten die mal ein bisschen mehr Wert drauf. Wir sind noch Ende, ihr Mei. Daniel ist doch voll der Spielverderber. Ja, echt, Alter. Muss ja hier die Zeitansage machen. Ding, ding, also ich wollte mal sagen, die Zeit ist langsam vorbei. Genau, so, und damit wir es nicht noch länger überziehen, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut bei den anderen mal vorbei, Links alle unten in den Videokanälen, in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung. Läuft bei dir. Oh. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.